Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin schon eine Zeit lang wach. Wir haben heute schon unsere Osterhasenaktion gemacht. Wir sind um 6 aufgestanden, nach Uhrenumstellung, also eigentlich um 5. Und haben verteilt, allerdings nur auf der Terrasse und drinnen, weil es hat geregnet. Jetzt gerade hat es aufgehört und ich glaube, es wird auch schön werden. Man sieht es schon so im Ansatz durchschillern. Aber es ist jetzt natürlich alles aufgeweicht und matschig und da muss man natürlich jetzt keine Schokolade hinstellen oder Bücher. Ich habe ja auch Bücher für sie und die kann ja jetzt irgendwo hin tun. Deswegen Terrasse und drinnen. Normalerweise habe ich auch mal für euch mitgefilmt, aber das ging heute nicht. Mein Mann war so schnell unten. Die letzten Male hat er das nicht gemacht, da habe ich das alles gemacht und der wollte unbedingt helfen. Und der war dann so hier zugange, der hatte mir alles abgenommen, war dann hier draußen. So schnell habe ich die Augen gar nicht offen gehabt heute. Und hat verteilt. Ja, jetzt schlafen sie noch. Weil man hat Annabelle, glaube ich, nochmal ins Bett geschickt, weil die war so früh wach. Sie weiß es übrigens, wie auch beim Nikolaus. Also wir hatten das Ganze nur mit dem Weihnachtsmann geklärt, wer der Weihnachtsmann, also dass wir die Helfer vom Weihnachtsmann sind. Und dass wir das also machen. Jetzt hat sie das vorgestern gefragt, ob das auch für den Osterhasen beim Nikolaus so ist. Ja, aber sie freut sich trotzdem drauf, klar. Gibt ja wieder was abzusahnen. Oh, ich bin irgendwie... Ich habe die letzten Tage jubiliert, weil jeder irgendwie ein bisschen erkältet ist, nur ich nicht. Aber seit vorhin habe ich Kopfschmerzen und ein bisschen Halskratzen, Nase zu... Und irgendwie werden meine Füße nicht warm. Also, jubilieren wir nicht so früh. Schauen wir mal. Was habe ich denn da? Was ist das? Was habe ich denn da im Haar? Hä? Keine Ahnung, was das war. Ja, das hat sich nicht gekrabbelt. Das ist schon mal gut. Immer wenn ich im Garten sitze, guck ich, was krabbelt da. Hier war nämlich vorhin eine komische Spinne. So eine ganz helle, weiße. Deswegen... Aber die war es nicht. Sehr gut. Trink jetzt mal kurz einen Kaffee. Dann gehe ich wieder rein. Es wird auf jeden Fall schön. Also man sieht es schon. Ich muss auch noch meine Haare machen, wie ihr seht. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe gestern kurz meinem Pony etwas geglättet und der Rest ist noch komplett vom Föhnen und vom Haargummi. Totale Mähne. Das muss ich gleich alles noch machen. Aber ansonsten geht es mittlerweile wieder. Geschminkt bin ich nicht. Ich mache nämlich gerade nichts an meinem Auge. Ich habe mir gestern wieder was geleistet. Ey, oh. In der Schule hat mich mein Kunstlehrer damals irgendwann keine Passepartout-Rahmen mehr machen lassen. Kennt ihr vielleicht, ne? wenn man ein Bild hat und dann ist so ein dicker Rahmen noch im Rahmen außenrum, dann ist das ein Passepartout-Rahmen. Und das hat er mich irgendwann nicht mehr machen lassen, weil ich mich mit dem Cutter immer verletzt habe. Der hatte keine Pflaster mehr irgendwann und er hat mir dann eine andere Aufgabe gegeben. Ernsthaft, weil er gesagt hat, nee, ich gebe dir kurz von mir keinen Cutter mehr in die Hand. Der Witz zieht sich bis heute durch mein Leben. Und gestern, ja, hätte ich mir fast ein Auge ausgestochen, ne? Mega. Ja, wir waren ja gestern noch im Baumarkt ein paar Sachen besorgen, dass wir jetzt heute oder auch am Feiertag vielleicht ein paar Sachen machen können. Noch an der Terrasse sind so ein paar Schönheitsarbeiten zu machen, aber erst seit 2,5 Jahren, also kein Stress. Aber das ist das Baby von meinem Mann und deswegen, ich sitze das stoisch aus, jetzt hat er die Sachen besorgt. Und ich wollte Estrichgitter, also ein Estrichgitter haben. Das kennt ihr vielleicht, die sind aus Edelstahl, ich weiß es nicht. Diese Metallgitter mit den groben Laschen, die kann man biegen. Die sind 2 Meter auf 1 Meter und die kann man biegen. Und ich sehe momentan auf Instagram dauernd diesen Hack. Ob der neu ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich sehe ihn jetzt. Aber erst seit ich einen Garten habe, gucke ich mir Gartensachen an und erst seitdem wird mir sowas angezeigt. Und ja, da sehe ich jetzt andauernd, dass Leute diese Estrichgitter über ihre Schneeballhortensien aufbauen. Sieht am Anfang zwar blöd aus, aber die wachsen ja dann hoch durch diese Laschen durch, kriegen dann die großen Blüten und können dann nicht mehr zurück. Weil ich habe ja auch diese Annabelle-Hortensie mit den großen weißen Bällen. Ich habe 2. Bei der einen weiß ich noch nicht, ob es was wird, war ein Ableger. Und
Das Problem ist, dass ja die Blüten so schwer sind, dass sie dann immer umknicken. Und das sollen diese Gitter verhindern. Das sieht am Anfang blöd aus, aber die wachsen zu. Sieht man nicht. Ja, aber das Ding ist halt 1 Meter auf 2 Meter. Das ist ein bisschen groß. Ich wollte es halbieren. Halbiert reicht. Wir haben es durchgezwickt. Alles gut. Und die scharfen Kanten, die haben wir dann noch wegmachen wollen. Oder die müssen wir noch wegmachen stellenweise. Waren halt noch dran. Und ich habe irgendwie damit rumhantiert und gemacht. Und habe mir das hier so zack übers Auge gezogen. Ja, wir haben einen Schreck bekommen. Aber zum Glück sehe ich nicht aus wie Scar aus König der Löwen. Ich habe lediglich hier an der Seite, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, hier so ein bisschen rot. Brennt auch. Also da hat es mich erwischt, so direkt am Wimpernkranz da unten hat es mich erwischt. Aber zum Glück nicht schlimm und es hat auch nicht geblutet, aber es ist rot und es brennt. Also da ist die Haut leicht abgeschürft. Ist natürlich keine gute Stelle für sowas, ne? Mein Mann hat nur gesagt, gib mir die Zange, geh rein, mach, geh. Ja. Ja, aber die will er mir dann noch zuknipsen. Er, ich bin raus. Und dann will ich die versuchen mal zu fixieren mit Kabelbindern und mit allem drum und dran. Ich weiß nicht genau, wie ich die Erde stecke, ob man die einfach so reinsteckt. Wir haben aber auch noch so nicht Heringe, aber solche Steckfixierungen, die man auch für die Kabel vom Miroboter benutzen kann. Vielleicht gehen die. Mal gucken. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch noch so ein paar Sachen vom Trampolin, so ein paar Heringe. Also mal gucken. Bin mal gespannt. Das sieht am Anfang natürlich nicht schön aus. Die gibt es ja auch nur in diesem Silber. Aber wenn die zuwachsen, ist ja egal. Und wenn die Hortensie dann nicht so umfällt, ist es natürlich schön. Ich habe ja auch neue gepflanzt. Da heißt es ja, das sind auch Schneeballhortensien, solche großen, aber nicht die Annabelle. Und bei der Züchtung heißt es angeblich, dass die Stiele kräftiger sind und dass die Blüten so nicht umkippen, aber das werden wir dann sehen. Aber bei der Annabelle-Hortensie, die ja wirklich wunderschön ist, ist das halt ein Ding, ne? Diese Riesenblüten und die dünnen Stiele und das fällt halt alles dann weg. Das ist dann immer schade. Ich hatte das auch die Jahre gehabt, dass man dann immer irgendwelche Bambusstücke reingesteckt hat und fixiert und geklammert und gemacht und getan hat. Das war alles irgendwie Mist. Ich probiere das mal aus. Ich zeige euch, wenn es steht und dann mal gucken, ob es klappt. Ne? Ich hoffe, denn ich spiele ja hier mit großem Einsatz. Ne? Gut, ihr Lieben, dann gehe ich mal rein. Die Kinder müssten jetzt auch langsam mal wach werden. Ja, der Himmel reißt auf. Es wird bestimmt schön. Aber es passt schon, dass sie nur so suchen. Das ist schon okay, weil der ganze Garten ist nur voller Matsch gerade. Gut. Gehe ich mal rein. Und ich habe Hunger. Ich habe gestern Abend schon Hunger gehabt. Ich habe nichts Vernünftiges gegessen zum Abendbrot, weil über die Osterzeit habe ich jetzt kein Fasten durchgezogen. Das funktioniert halt einfach nicht so gut. Ne? Also mit viel Disziplin kann es schon. Disziplin, ja, mit viel Disziplin, mit viel Disziplin kann es schon funktionieren, aber ich habe gesagt, nee, jeder bringt irgendwas mit und hier und da und das funktioniert nicht, aber, also bei mir nicht, ja, ich wollte auch die Disziplin nicht haben, gebe ich zu, aber jetzt, ist es so gewesen. Ich habe dann gestern irgendwie durch Baumarkt und Garten und hin und her und Besuch vergessen, richtig Abendbrot zu essen. Ich hatte nur was Süßes und jetzt hatte ich die ganze Zeit schon Hunger. Jetzt scharre ich schon mit den Füßen, was ich normal nicht tue, aber jetzt scharre ich mit den Füßen. Nicht, weil ich Hunger habe, sondern weil ich irgendwas Herzhaftes möchte. Genau, mal gucken, wann die Rasselbande aufwacht. Oh Gott, ich werde mich da mal ein bisschen frisieren wenigstens. Oh. Mal gucken, was wir heute machen. Ihr habt den Kindern versprochen, dass sie Mario Kart spielen dürfen heute. Eigentlich gestern Abend, aber es war dann zu spät. Das dürfen sie heute auf jeden Fall. Aber vielleicht können wir auch ein bisschen Fahrrad fahren nachher. Mal gucken. Mal schauen, was wir so machen. Oder sie spielen einfach nur. Sie hatten sich ja jetzt 2 Tage nicht. Hanna war jetzt 2 Tage auswärts. Sie hat ja jetzt das erste Mal 2 Tage anders geschlafen bei der Schwiegermutter. Hat super geklappt. Mal gucken. Gestern Abend haben sie sich wieder schön in die Wolle gekriegt. Klar, logisch, das hält dann immer nur kurz, ne? Diese Friede. Aber mal schauen. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich ihnen eigentlich versprochen, dass sie Popcorn dürfen und Mario Kart. Naja. Ich
glaube, ich ziehe mir nachher mal Pflegehandschuhe an. Meine Finger sehen furchtbar aus. Jetzt von der ganzen Kiesarbeit. Jetzt werde ich meine Hände erstmal ein paar Tage schön pflegen und sich erholen lassen, dass das mal wieder nach was aussieht, dass die Nägel mal wieder wachsen. Und ja, jetzt geht es mal wieder los mit Beauty und dann geht es auch im Haus weiter. Ich will ja noch einiges ausmisten. Ich muss endlich mal Bilder in die Rahmen machen und so weiter, nachdem ich den Garten hier so großteils abgehackt habe, bis auf die Sachen, die wir jetzt nicht machen. Geht's dann im Haus weiter, beziehungsweise, ja, wer weiß, vielleicht kommt ja im Mai auch schon der Pool, mal gucken. Mal schauen, je nach Wetter. Oh, ich habe auch was gefunden. Mama, und da, was gefunden? Papa hat auch was gefunden. Meins. Wir haben zwei Eier gefunden. Cool. Guck mal, die werden dir gleich abgenommen. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Dann guckt mal. Hat auch was bekommen. Oh mein Gott. Annabel! Ein Baum oder irgendwas. Aber sag mal. Schau mal, deine Hase. Ein großer Hase. Oh, das ist meins. Annabel, ist das ein Witz? Huch, der Hase ist abgestürzt. Bestimmt für dich. Hast du auch was gefunden? Ja. Ein Schaf. Ein Osterschaf. Das kann nicht alles, das kann doch nicht alles für euch sein. Ich hab dir doch diesen braunen Schokohase gegeben. Ich hab auch einen. Jetzt sieht alles abgegrast aus hier. Tja, Papa, wir finden nichts mehr. Jetzt haben die Kinder schon alles gefunden. Ich habe immer noch das Schaf hier. Eine kleine Ausbeute, ne? Irgendwie schon. Sonne kommt raus. Wie schön. Und was auch sehr schön ist, so langsam öffnen sich die Blüten. Ich freue mich, wenn es jetzt losgeht, weil jetzt kriegt die Rispenhortensie langsam Blätter. Die kriegt Blätter, die ist halt noch ganz klein, aber die wächst natürlich. Hier ist mein Lavendel, der muss natürlich auch noch ein bisschen was zulegen. Aber man sieht auch schon, hier kommen langsam die Triebe raus. Das heißt, nicht mehr lange, dann ist hier auch grün. Und die Harlekinweide treibt sehr schön aus. Die habe ich radikal zurückgeschnitten dieses Jahr. Nichts mehr dran, aber kriegt Mordsaustrieb. Sehr, sehr schön. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Happy, fröhlichen Dienstag. Mein Mann ist auf der Arbeit, der hat heute noch nicht frei, erst ab morgen. Der will aber heute nicht so spät heimkommen. Die Kids spielen oben, machen heute einen Chiller-Tag. Die waren nämlich gestern total müde. Die waren gestern bei Oma und Opa. Da war ja auch der Osterhase. Und ja, waren total müde abends. Eigentlich wollten wir heute Hausputz machen, aber ich glaube, sie chillen eher. Ist ja auch mal okay, wenn sie einfach mal einen Chillertag machen. Ja, sie wollen auch nur Müsli frühstücken und jetzt auch noch nicht. Deswegen werde ich gleich meinen Kaffee trinken. Ich habe gerade hier Wäsche gefaltet. Neue Laken muss ich noch falten. Bettwäsche. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage alles durchgewaschen. Decken, Kissen, die Winterbezüge, die Laken. Einfach alles. Jetzt ist die Sommerbettwäsche drauf und ja, die Winterbettwäsche ist jetzt hier gefaltet. Die habe ich gestern zum Ausdampfen aus dem Trockner hier hingelegt. Die Laken noch falten und dann muss ich an den Wäscheschrank. Das wird lustig, weil jetzt irgendwie sieht er ja voll aus. Und ich muss die gesamte Winterbettwäsche und dicke Kuscheldecken, muss alles Mögliche rein. Das wird wieder so eine Tetris-Leistung werden nachher. Naja, ich gehe jetzt mal ganz kurz raus.
Ich wollte euch nur so guten Morgen sagen. Ich sehe zwar trotzdem zerrupft aus, weil das sind meine Haare vom Naturtrocknen und Föhnen gestern Abend, bevor mein Mann und ich Mario Kart gespielt haben. Ja, das sind die hier vorne. Die sind so unmöglich. Die machen immer den hier. Jetzt bei Sailor Moon mitspielen können. Die hatten das auch immer so. Ne? Kennt ihr die Serie noch? Sailor Moon? Oder diese Anime-Serien, wo sie immer hier so die Haare piep hängen hatten. Da würde ich gut reinpassen. Oh, furchtbar. Ja, ich gehe jetzt mal ganz kurz raus. Danach wird es wahrscheinlich noch schlimmer sein. Und nehme die Ostereier ab von den Palmen und von der Tanne und vorne, weil es gerade mal trocken ist und ziemlich windig. Deswegen nehme ich die jetzt mal ganz schnell ab, dass die mal weg sind. Ansonsten sollte es heute schön sein, aber irgendwie scheint es schon wieder etwas nasser zu sein als geplant. Es ist schon wieder ein bisschen windig und ein bisschen kühler als gedacht. Aber man muss es ja genießen, dass mal die Sonne scheint. Richtig, richtig schön. Und schaut mal, jetzt blüht er. Das ist so schön. Schön, 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 schön. Und dann kommen auch schon die Blätter. Sehr schön. Ich habe das zum ersten Mal gemacht und mich ein bisschen doof angestellt. Ich habe zwei von den Trieben gekappt. Naja, einer liegt jetzt hier in der Ecke. Aber gut, ich bin mal gespannt. Hier hatte ich eine kleine eingepflanzt, da weiß ich aber noch nicht, ob das was wird oder nicht. Mal gucken. Mal gucken. Und hier hatte ich ja meine neuen eingesetzt. Noch ganz, 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 ganz klein, aber nicht diese Annabelle, sondern eine andere. Und die wird. Da kommen die Knospen, da sieht man sie schon. Hier sind sie schon etwas größer, wenn man hier von groß sprechen kann. Das falsche Wort an der Stelle, aber es kommt was. Und auch bei der sieht es schon gut aus. Und da kommt auch schon unten ein neuer Trieb raus. Da bin ich mal echt gespannt. So, und jetzt muss ich das Ding nur noch umpflanzen. Ich weiß noch nicht genau, was ich dahin mache, aber ich glaube, ich mache es mir ganz einfach, weil hier sind die Hortensien in Rosé und in Weiß. Ich glaube, ich werde einfach Glockenblumen drumherum setzen, weiße wahrscheinlich. Lilane habe ich vorne. Ich finde die Lilanen sehr schön, aber ich glaube, hier in dieser Pflanzenreihe werden mir Glockenblumen in Weiß am besten gefallen. Ich glaube, die werde ich mir heute oder morgen im Baumarkt holen. Und schaut mir meine Kirsche hier vorne. Da sieht man jetzt schon richtig die Blüten. Ach, da freue ich mich. Da freue ich mich. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gehetzt, dass ich hier vorne wieder den Kies verteilt bekomme und dass es fertig wird. Muss natürlich jetzt alles noch zuwachsen, ist alles noch sehr, sehr klein, aber ja, das war mir wichtig, weil ich wollte halt, dass wenn die Kirsche blüht, hier keine Baustelle vorne ist. Das wäre so ein bisschen Verschwendung, weil man hat ja nicht sehr lange was von den Kirschblüten. Und das ist meine Glanzmispel, von der ich euch erzählt habe. Die ist natürlich noch sehr, sehr klein. Die hatte ich letztes Jahr woanders. Ich musste sie nochmal umpflanzen, weil wir ursprünglich einen anderen Plan mit diesem Kasten hatten. Den haben wir aber über den Haufen geworfen. Und jetzt habe ich gesagt, ich lasse den einfach so bewachsen. Muss ich natürlich auf eine gute Belüftung achten, ist ganz klar. Aber dementsprechend sind die noch ein bisschen klein und mickrig. Aber sie werden. Und bei der da in der Ecke, die habe ich nicht umgesetzt. Die ist geblieben. Und da sieht man schon, dass sie einen richtig schönen roten Austrieb bekommt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange sie rot bleibt. Die Sorte soll angeblich sehr lange rot bleiben. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, und die Gräser sehen echt schlimm aus. Ich hoffe, die werden wieder gut. Die habe ich nämlich geteilt. Das waren nur zwei. Die waren aber schon so groß, dass ich die geteilt habe. Die vier da um die Kirsche rum. Die sind tatsächlich noch von meinen Eltern, von ihrem Haus in Bayern damals, habe ich die mitgenommen. Zwei von diesen Gräsern und die habe ich eben jetzt geteilt. Und genauso die Büschel hier, die ich da in den Ecken habe, also die da, die sind auch von meinen Eltern noch. Also die kommen noch aus Bayern, vom alten Haus, Altbepflanzung so gesehen. Die haben Erinnerungswert, sind auch riesig geworden mittlerweile. Ja. Und von denen mag ich mich halt auch irgendwie nicht trennen. Geht nicht. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie die sich erholen und wie die wieder schön wachsen. Weil ich habe die halt geteilt wie so eine Axt genommen und durchgehauen quasi. Bin ja mal gespannt.
trinke hier gerade meinen Kaffee. Die Kids sind oben beschäftigt. Hannah malt und Annabelle sortiert. Ich habe nämlich gerade die Sommersachen vom Dachboden geholt und jetzt sortiert sie gerade, was sie noch anziehen möchte und was nicht. Was ihr definitiv nicht mehr gefällt, legt sie auf einen Stapel. Ich gucke dann nochmal, was davon noch schön ist. Das ist dann für Hannah und was natürlich nicht mehr gut ist, das kommt weg. Die ganzen gefütterten Jeans habe ich auch schon aussortiert, die sind ihr dann zu kurz. Das ist eine 140, aber die werden ihr zu kurz sein im nächsten Winter. Und die hatten auch alle schon Abschürfungen am Knie, da habe ich schon überall was drauf gemacht. Die hebe ich für Hannah auf, für einen Spielplatz oder so. Also sie kriegt natürlich neue, das ist klar, die haben ja alle schon Flicken. Aber für den Spielplatz kann man die noch anziehen, weil der Rest der Hose ist ja noch top. Annabelle braucht definitiv neue nächstes Jahr. Und jetzt sortieren sie gerade. Ich trinke gerade mal ein bisschen Kaffee. Ich habe gestern auch da oben aufgeräumt, ein bisschen umgestellt. Ich habe Hannah ein Regal von Annabelle gegeben und bei Annabelle brauchte ich mehr Platz im Schrank. Aber ich weiß noch nicht, ob wir noch einen Pax daneben stellen oder ob wir lieber Kommoden nehmen, weil ich dachte, wenn wir neben die Pax-Schränke Kommoden stellen, kann da später ihr Fernseher gut drauf, wenn sie mal einen bekommt. Ja, es dauert noch, aber irgendwann kriegt sie einen. Es gibt Freunde in ihrem Alter, die den doch schon haben. Aber im Moment möchte ich es eigentlich noch nicht. Ich möchte eigentlich, dass wir noch zusammenschauen. Und wenn man doch mal ausweichen muss, haben wir ja den im Schlafzimmer noch, den wir ja eigentlich überhaupt nicht nutzen. Also von daher bin ich noch am Überlegen. Und da sind diese Brimness-Kommoden, die ich in meiner Kleiderkammer habe, eigentlich echt gut. Und von denen habe ich jetzt eine zu ihr rübergestellt, aber nur die 40er, nicht die 80er, weil nur die 40er passt hin mit ihrem Schminktisch gerade. Wir haben aber auch schon besprochen, dass sie irgendwann keinen Schminktisch mehr hat, den fand sie halt jetzt hübsch und jetzt ist es okay. Aber ich habe ja schon gesagt, irgendwann brauchst du eher Platz für Kleidung und dann bauen wir deinen Schreibtisch um und machen dir da Spiegel und Leuchten und alles hin, damit du das alles in einem nutzen kannst. Das ist dann sinniger, weil der Schreibtisch wird ja auch noch erweitert und es kommen Regale drüber und ja, also da wird schon noch ein bisschen was passieren. Ich habe ja auch schon gesagt, wir werden ihr Zimmer neu gestalten. Doch nicht mit allen Sachen, oder? Ist ja schon mal super, dann kannst du die anderen ja mal sortieren und dir dafür schon mal die Box nehmen erstmal. Weil die Sachen muss ich bügeln vom Dachboden. Aber sie kann ja schon mal durchsortieren. Ich meine, ich hätte jetzt auch noch mal sortiert, was passt, was nicht. Aber sie guckt halt jetzt schon mal, was ihr gar nicht mehr gefällt. Da sind natürlich ein paar Bauba-Sachen dabei. Nein, lass sie einfach mal oben liegen. Ich brauche sie hier unten nicht. Okay. Einfach wieder ins Regal oben. Danke. Und auch dahin? Einfach dahin. Ich tue das dann. Ich gucke das noch mal durch, was noch schön ist für Hannah. Und der Rest, den tue ich weg. Ja. Okay. Oh. Ja, es gibt halt Sachen, die sie definitiv nicht mehr anzieht. So ein paar Bauba-Sachen mit Einhörnern drauf oder so. Das mag sie nicht mehr. Das zieht sie nicht mehr an. Und deswegen, das sortiere ich jetzt für Hannah noch aus. Tue es auf den Dachboden und dann mal gucken. Sie wird auf jeden Fall bestimmt auch ein paar neue Sachen brauchen und auch wollen, ist ja klar. Aber ein paar Sachen kann sie schon noch anziehen. Ja, ich habe ihr schon gesagt, dass wir ihr Zimmer neu gestalten, beziehungsweise anders gestalten, wenn sie in der 4. Klasse ist. Ich denke so in den Herbstferien. Herbst- oder Winterferien, wenn sie dann auch mal zu Oma und Opa geht ein paar Tage, habe ich ihr gesagt, werden wir streichen. Die rosa Wände kommen dann weg. Es wird aber nicht bunt gestrichen, es wird irgendeine neutrale Farbe oder weiß oder beige, also nicht rein weiß, richtiges Kalkweiß haben wir nirgendwo, das mag ich nicht. So ein heller Beige-Ton oder irgend sowas, so ein leichtes Altweiß, irgendwas, was neutraler ist, also weil, wenn es nach ihnen geht, hätte ich mittlerweile schon Türkis an der Wand gehabt und Blau und Grün, aber na, das machen wir nicht. Es wird also eine neutrale Farbe werden und dann werde ich auch entscheiden, ob sie noch einen Pax bekommt oder ob wir lieber Kommoden nehmen, weil diese Brimness-Kommoden, die haben echt extrem viel Platz und viele Sachen, wie zum Beispiel Sweatshirts, muss man einfach nicht hinhängen. Ich habe sie in meinem Schrank hängen, weil ich den Platz habe, aber ich bräuchte es nicht. Und in den Kommoden ist super viel Platz und da könnte halt, wie gesagt, gegenüber von ihrem Bett super da noch ein Fernseher draufstehen. Und zufälligerweise sind da auch die Steckdosen, Anschlüsse und alles. Es würde also ganz gut passen. Und dann überlegen wir auch, ob wir den Schreibtisch so lassen, komplett umbauen, länger und schmaler oder so lassen und was anbauen. Da kommen Regale drüber für Bücher. Also es wird sich auf jeden Fall dann einiges verändern. Und ich habe gesagt, wir werden das machen, bevor sie in die 5. Klasse kommt, weil das ist dann genug Umstellung. Neue Klassenkameraden, neue Schule, neuer Schulweg. Das wird dann eine Umstellung sein. Und da möchte ich, dass ihr Zimmer vorher fertig ist. Aber ich möchte es auch nicht im Sommer machen, wenn es so heiß und schwitzig ist und wenn ich auch Farbgeruch und alles nicht so richtig rausbekomme. Also habe ich gemeint, wir machen das so Herbst, Winter, wenn sie in der 4. Klasse ist, dann wird das gemacht.
Ob wir dann bei Hannah auch schon gleich was ändern, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Bei Hannah lassen wir es erstmal noch. So. So der Plan. Beziehungsweise, nee, bei Hannah werden wir dann auch was ändern mit dem Schreibtisch definitiv, weil da kommt sie ja auch schon in die Schule oder ist schon in der Schule, ist die erste Klasse. Dann braucht sie auch einen anderen Schreibtisch. Aber das werden wir dann auch anders bauen. Aber streichen werden wir wahrscheinlich dann noch nicht bei ihr. Wir werden nur den Schreibtisch umbauen. Ja. Und wie war jetzt unser Ostern? Also der Ostersonntag war sehr, sehr chillig. Also am Samstag war ja nochmal die Family hier. Da haben die Kinder gespielt, gemacht, getan. War auch mieses Wetter draußen. Deswegen, wir waren drin und haben uns beschäftigt mit Family. Meine Tante war ja auch da. War schön. Sonntag war auch extrem entspannt. Die Kinder haben gesucht. Und dann, weiß ich gar nicht, was haben wir denn noch gemacht? Sie haben gespielt. Sie haben den ganzen Tag schön gespielt. Hat ja dann auch wieder nur geregnet. Haben sie gespielt. Gestern war auch noch so ein Regentag, aber da waren sie bei Oma und Opa den ganzen Tag und haben dort wunderschön gespielt. Und heute sind wir zu Hause. Mein Mann muss heute noch arbeiten. Eigentlich sollte ja heute der schönste Tag der Woche sein mit viel Sonne, aber die ist irgendwie nicht so da. Vorhin war der Himmel immer blau, jetzt ist er wieder grau, es ist windig und auch frisch. Obwohl, so kalt ist es gar nicht. Alexa, wie viel Grad haben wir? Im Augenblick liegt die Temperatur bei 8 Grad Celsius. 8 Grad? Heute wird eine Höchsttemperatur von 11 Grad erwartet. 8 Grad. Kommt da irgendwie kühler vor gerade. Naja, wie gesagt, mein Mann muss heute noch arbeiten und die Kinder wollten einfach mal einen entspannten Tag machen. Die waren jetzt die ganze Zeit beschäftigt auf Achse, Besuch, Aufregung. Wir brauchen einfach mal einen entspannten Tag. Annabelle war gestern auch extrem müde abends. Haben wir schon gedacht, sie brütet vielleicht was aus, weil ja alle so ein bisschen erkältet sind. Naja, mal gucken, was wir noch machen. Jetzt sind sie erstmal oben. Sie sortiert ihre Kleidung. Hannah malt. Ich habe gestern Abend noch die Kartoffelsuppe vorgekocht. Muss nur noch pürieren. Das wollen sie heute essen. Und dann gibt es von Miraculous eine neue Staffel. Und da würden sie gerne mal reingucken. Und ich habe gestern auf Netflix noch eine Doku gefunden. Unsere wundervollen, wunderschönen, irgendwas, Nationalparks. Schön. Also waren richtig schöne Aufnahmen von den Tieren. Und richtig schöne Sachen. Da möchte ich mit ihnen auch mal reingucken, wenn sie Lust haben. Wir haben heute einfach mal so einen richtigen, entspannten Chiller-Tag. Ja, und den nächsten Tag hat mein Mann dann Urlaub, dann müssen wir gucken, was wir machen. Freitag habe ich einen Frauenarzttermin, aber nur ganz normale Kontrolle um 8 Uhr. Da bin ich schon in Kronberg. Da wird es sich anbieten, dass wir in den Zoo gehen, weil dann könnten sie in den Zoo fahren und ich treffe sie dann dort, wobei ich wahrscheinlich auf sie warten werde, denn wenn ich bei meiner Ärztin schnell drankomme, bin ich im 0, nix da raus. Also, ja, mal schauen. Aber ich bin halt dann eh schon da. Aber sie mitnehmen macht auch keinen Sinn. Es ist zu früh um 8 Uhr, da hat der Zoo ja noch gar nicht offen. Treffen wir uns dann im Zoo, wenn das Wetter passt. Dann haben wir überlegt, ob wir mit ihnen mal zum Flughafen wollen, weil die Fraport hat irgendwie auch so ein sowas für Besucher, wo man rein kann mit den Kindern, wo man sich alles angucken kann, wo die Kinder verschiedene Sachen machen können, sich Flugzeuge angucken können und so weiter. Müssen wir noch mal schauen, das wäre was für schlechtes Wetter. Schwimmen wird leider nichts, weil mein Mann ist noch nicht ganz fit, Hannah ist nicht ganz fit und bei Annabelle bin ich mir auch nicht so sicher, ob die ein bisschen rumbrütet. Mal gucken. Ansonsten, wenn es regnet und nur regnet. Indoor-Spielplatz möchte ich eigentlich jetzt auch nicht machen, dafür sind sie beide ein bisschen angeschlagen. Das weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss. Ansonsten machen wir einfach mal gemütliche Spieletage. Spielen ja im Moment so gerne Uno oder Sagerland oder auch mal Mario Kart, aber das machen wir halt nie lange. Wenn wir mal eine Stunde spielen, dann reicht's. Das haben wir jetzt wirklich wochenlang nicht gemacht. Jetzt haben wir es mal wieder gemacht und wenn sie das zwischendurch mal spielen, dann sind sie ausgepowert. Das ist anstrengend und das machen wir ja, wie gesagt, nie lange. Ja, am Donnerstag habe ich ja meinen Arzttermin, die Check-up-Ergebnisse besprechen, um 10.20 Uhr. Ich bin auch am Überlegen, ob ich den nicht doch verlege. Weiß ich nicht. Ich überlege noch, ob ich da morgen anrufe und den einfach eine Woche verlege, wenn es geht. Mal gucken. Es ist eine Wissenschaft da oben gerade. Hannah ist ganz akribisch dabei, gerade zu prüfen, was ihr noch gefällt und was ihr passen könnte. Was ist das? Was ist das denn? Hä? Hat's Ärmel oder Beine? Ja, Annabelle braucht auf jeden Fall Sachen. Ja, mein Schatz? Ja, natürlich, Schatz. Die müssen eh noch gebügelt werden.